Und wir beginnen mit dem Sinneswandel des Bundeskanzlers, der so einschneidend erscheint, dass er von einigen schon Panzerwende genannt wird. Um ihn, den deutschen Schützenpanzer Marder, hatte die Ukraine lange gebeten. Allein deshalb, damit sich Soldaten an der Front nicht mehr wie manchmal nur mit einfachen Pickups bewegen müssen, sondern geschützter in solchen Mardern transportiert werden können. Doch für die Bundesregierung war das bislang der Schritt zu weit. Erst jetzt, nach mehr als 10 Monaten Angriffskrieg, willigt Deutschland ein, gemeinsam mit den USA und Frankreich solche Panzer zu liefern und sieht sich gleich neuen Forderungen ausgesetzt nach noch robusterem und schwererem Gerät. Tina von Löhneisen. Sie fordern nicht nur den Marder, sondern auch gleich den Kampfpanzer Leopard 2. Junge Liberale demonstrieren vor dem Dreikönigstreffen der FDP. Auch aus ihrer Mutterpartei und von den Grünen ähnliche Stimmen. Beide sind Teil der Regierungskoalition. Wir wissen, dass Russland eine große Offensive startet, mit vielen Menschen. Und darauf eine Antwort zu haben, darüber müssen wir uns heute Gedanken machen. Und dazu gehört auch möglicherweise Kampfpanzer einzusetzen. Ich würde mir wünschen, dass als Hauptherstellungsland für den Leopard 2 wir eine europäische Initiative starten für die Lieferung von Leopard 2 und gemeinsam mit Europa schauen, was wir alles der Ukraine liefern können, damit sie die besetzten Gebiete befreien kann. Doch so weit ist die Bundesregierung noch nicht. Nach langem Zögern hat sie jetzt erst einmal beschlossen, der Ukraine etwa 40 Schützenpanzer des Typs Marder zu liefern. Schützenpanzer sind weniger schwer bewaffnet als Kampfpanzer, begleiten diese als Transportmittel für Soldaten an die Front. Außerdem will Deutschland eine Patriot-Luftabwehreinheit liefern. Die offizielle Begründung für den Sinneswandel? Dass sich die Kriegslage in der Ukraine verändert. Massive Luftangriffe der russischen Seite, die Infrastruktur dort massiv beschädigen und zerstören. Die SPD trägt den neuen Kurs ihres Kanzlers mit. Es gibt keine Tabus, wie wir in den letzten Monaten gesehen haben. Aber wir haben sehr in der SPD-Fraktion immer diese Linie unterstützt, dass angepasst an die Situation unterstützt wird, auch nach den eigenen Möglichkeiten. Wir sehen, dass nicht alles möglich ist, zu liefern, was man gerne liefern würde. Mit anderen Worten, Kampfpanzer zu liefern, wie den Leopard 2, sei zurzeit nicht geplant. Aus dem Kanzleramt heißt es, dies sei auch in einem Gespräch mit US-Präsident Biden kein Thema gewesen. Alle Entscheidungen seien mit den Alliierten USA und Frankreich abgesprochen, die jeweils auch Schützen- oder Spähpanzer liefern. Scholz zeige Führungsschwäche, kritisiert die Opposition. Die Entscheidung des Bundeskanzlers zur Lieferung von Marder-Panzern an die Ukraine ist richtig, aber sie ist natürlich spät. Die Franzosen, Macron handelt, Scholz zaudert. Die anderen Oppositionsparteien AfD und Die Linke lehnen Waffenlieferungen komplett ab. Wir brauchen sofort einen Waffenstillstand, damit das Töten aufhört. Dafür brauchen wir wieder mehr Verhandlungen und mehr Diplomatie, um das so schnell wie möglich zu erreichen. Innerhalb der kommenden 3 Monate sollen die Schützenpanzer jetzt bereitgestellt und die ukrainischen Soldaten an ihnen ausgebildet werden.